Da gab es einen Vorsitzenden einer Bundestagsfraktion, der gesagt hat, schlecht regieren ist nicht in Ordnung, dann machen wir lieber gar nicht mit. Und das ist das Risiko einer Opposition, dass man Vorschläge hat und Vorschläge einbringt, die aber von den Mehrheitsfraktionen oder von den Regierungsfraktionen aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden. Wir erleben ja in den letzten Regierungsbildungen, bei den letzten Regierungsbildungen, dass es manchmal sehr lange dauert, bis die verhandelnden Fraktionen zu Kompromissen kommen. Und je weiter die verschiedenen Parteien in ihren Grundsatzpositionen auseinanderliegen, umso schwieriger wird es, zu Kompromissen, zu Regierungshandeln zu kommen. Und das Ärgernis dann in der Regierungstätigkeit besteht aus meiner Sicht darin, dass sich die handelnden Personen, wenn es um weitergehende Forderungen oder Vorschläge geht, immer auf das Ausgehandelte zurückziehen, weil man diese sogenannten Pakete nicht aufschnüren möchte und diese Pakete mit bestimmten finanziellen Folgen verbunden sind, die man nicht überschreiten kann. Und wenn eine Fraktion eine weitergehende Forderung umgesetzt bekäme, würde logischerweise die andere auch mit weitergehenden Wünschen und Vorstellungen kommen. Und um nicht ständig diese Pakete neu diskutieren zu müssen, zieht man sich darauf zurück. Die jetzige Regierungskoalition hat in speziellen Verhandlungsrunden versucht, neu entstehende Probleme zu lösen. Das war nicht immer leicht. Corona war auch eine neue Erfahrung für alle. Und Corona hat Entwicklungen aufgezeigt, die uns manchmal erschrocken gemacht haben, uns erschrecken ließen über Mängel, die wir in unserer Gesellschaft feststellen mussten, über Defizite in der Barrierefreiheit.